Hey Leute, willkommen zurück zu Crash Bandicoot Insane Trilogy hier bei Crash Bandicoot 3. Ja, nach über einem Jahr geht es jetzt endlich mal weiter, denn eben vor über einem Jahr haben wir schon den ersten und zweiten Teil hier von der Insane Trilogy von Crash Bandicoot für die Switch gespielt. Und jetzt geht es dann auch endlich mal mit dem dritten und letzten Teil auch weiter, sodass wir dann auch dieses Projekt dann mal beendet haben. Und wir haben auch schon den ersten und zweiten Teil damals zu 100% abgeschlossen, auch mit all den Sideläufen mit allen Platin-Relikten. Und wird wieder sehr ähnlich hier beim dritten Teil ablaufen. Ich werde es dann gleich noch ein bisschen ausführlicher erklären. Aber diejenigen von euch, die schon den ersten und zweiten Teil gesehen haben, dürften ungefähr wissen, was euch dann hier so erwartet. Auf jeden Fall. Wie gesagt, den ersten Teil haben wir schon gespielt und auch zu 100% abgeschlossen. Es ist Crash Bandicoot! Genau, und auch den zweiten. Es ist Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back. Cortex Strikes Back. Und jetzt kommt dann eben noch der dritte und letzte Teil. Es ist Crash Bandicoot. Genau, Crash Bandicoot. Das finde ich total cool, wie er das betont. Weil hier noch so Strikes Back und dann hier so. Auf jeden Fall werden wir ein neues Spiel beginnen. Ich werde dann gleich noch ein bisschen mehr erklären, wie gesagt. Aber erstmal die packende Story. So, und Spielstände sollen überschrieben werden. Passt. Endlich frei. Uka, Uka ist frei. Nein, das darf nicht wahr sein. Großes Unheil kommt auf uns zu. Niemand wagt es, den großen Uka Uka einmal zu enttäuschen. Aber du, Cortex, du hast mich zweimal enttäuscht. Großer Uka Uka, es war dieser verflixte Beuteldachs. Tief aus meinem Tempelgefängnis heraus habe ich dir einfache Anweisungen geschickt. Doch du hast die Edelsteine verloren, du hast die Kristalle verloren und ich habe die Geduld verloren. Es gibt keine andere Energiequelle auf diesem Planeten. Ich weiß, wir hatten ein paar bedauernswerte Rückschläge. Du hast versagt, aber weil deine Stümperei mich freigesetzt hat, fühle ich mich großzügig. Es gibt noch eine Möglichkeit, die nötige Macht für die Versklavung dieses Planeten zu bekommen. Und dieses Mal sorgt der große Uka Uka dafür, dass du es richtig machst. Nach Äonen wurde mein böser Zwilling Uka Uka aus einem unterirdischen Gefängnis befreit. Ich habe ihn dort vor langer Zeit eingesperrt, um die Welt vor seiner Bosheit zu beschützen. Jetzt ist er wieder frei und er muss aufgehalten werden. Kinder, Uka Uka und Cortex wollen die Zeitstrudelmaschine benutzen, um Kristalle zu sammeln, die in der Zeit verstreut sind. Ich habe euch hergeholt, um die Kristalle zu bergen, bevor ihnen das gelingt. Das Zeitportal öffnet sich, wenn ihr euch auf einen Schalter stellt und von dort ins Portal springt. Viel Glück. Oh nein, der böse Uka Uka. Wir müssen ihn unbedingt aufhalten. Ach ja, die Story ist wieder komplett belanglos für meinen Geschmack. Aber darum geht's auch in einem Plattformer nicht, wie ich finde. Wir können erstmal übrigens hier mit Coco sprechen. Hi. Genau, und ich kann auch wieder sie mitnehmen. Mache ich am besten gleich mal, dass wir immer switchen können, dass wir entweder als Crash spielen können oder auch als Sie. Obwohl es sowieso in einigen Leveln so ist, dass es vorgeschrieben ist, als wer man spielen muss, aber das sehen wir schon noch. So, hier ist dann erstmal die erste Welt direkt, mit den ersten 5 Leveln, die wir machen können. Und die Reihenfolge, in der ich vorgehen werde, wird übrigens wieder ein bisschen chaotisch teilweise werden. Heute werden wir jetzt Level 1 und Level 2 spielen, aber später mal werde ich ein paar Level auslassen und später nachholen müssen, weil man die nicht sofort abschließen kann auf 100%. Aber sehen wir noch alles. Erstmal das erste Level, Toad Village.
Crash, Crash, Crash. Wieso mischst du dich immer ein? Oh, sieh mal, ich habe auch eine Maske. Bald werden wir ja sehen, welche von ihnen mächtiger ist. Ich will doch hoffen, dass unsere Maske cooler ist. Unsere Maske heißt ja Aku Aku und der böse Zwilling von ihm heißt Uka Uka. Unfassbar kreativ. So, wir haben auf jeden Fall hier auch wieder das übliche Crash-Gameplay. Da links stehen schon dann ein paar Knöpfe und sowas, was ich alles machen kann. Denn all die Fähigkeiten, die es im zweiten Teil gab, die kehren hier auch im dritten Teil wieder zurück. Plus eventuell noch weitere, aber dazu kommen wir später mal noch. Auf jeden Fall kann ich laufen und springen in einem Jump'n'Run. Unfassbar, ich weiß. Außerdem kann ich natürlich auch noch angreifen, indem ich dann so einen schönen Wirbler mache. Den hier. Und damit Gegner besiegen. Oder auch durch draufspringen, das geht genauso gut. Auch den, also das gab es ja im ersten Teil auch schon natürlich, den Wirbler und springen und laufen. Aber im zweiten Teil neu gab es ja dann zum Beispiel den Kick, den hier, der auch wieder hier im dritten Teil zurück ist, mit dem man zum Beispiel auch viel, viel höher springen kann als normalerweise, wenn man das vor allem auch noch mit dem Wirbler kombiniert. Dementsprechend kann man sich auch noch ducken und kriechen. Eine Stampfattacke oder Bauchplatscher kann man auch noch machen. Also schon wirklich einige mehr Fähigkeiten als im ersten Teil, aber nicht mehr als im zweiten Teil. Sind genau die wieder zurück. Das war so eine Kiste, wo man im richtigen Timing die zerstören muss, um ein Leben zu erhalten. Und die Kisten sind natürlich auch wieder ganz wichtig, denn wenn man die 100% haben will, muss man auch in jedem Level immer alle Kisten zerstören, weil man dann am Ende dafür einen Edelstein erhalten wird, wenn man eben alle zerstört hat. Und wir sehen schon, dass es sehr coole Settings gibt hier in Crash 3, weil wir eben durch die Zeit reisen, durch verschiedene Epochen und weil wir halt da dann ganz viele verschiedene Level-Designs erleben werden. Hier zum Beispiel im Mittelalter gerade. Und wir werden da auch noch dann entweder weiter in die Zukunft reisen oder auch viel, viel weiter in die Vergangenheit. Aber das sehen wir dann alles noch. Zuerst mal haben wir jetzt hier einen Bonusabschnitt, den kleinen, die gibt es auch wieder. Hier kann man tatsächlich nicht sterben. Also man kann halt den Bonus verkacken. Man kann aber keine Leben verlieren. Man kann den danach einfach nochmal probieren, wenn man jetzt hier runterfallen sollte oder sowas. Und Boni sind halt dafür da, dass man viele, nicht Äpfel, sondern Wumpa-Früchte bekommt, so heißen die. Es sind keine Äpfel, auch wenn sie so aussehen. Sind Wumpa-Früchte. Und genauso wie auch Münzen in Mario, wenn ich 100 davon sammle, dann kriege ich halt ein Leben. Genau, jetzt haben wir schon 6 Leben und dann gleich sogar 7 Leben. Ganz genau. Also am Anfang werden wir unseren Leben-Counter ziemlich gut nach oben bringen können. Das brauchen wir aber auch, weil also jetzt am Anfang ist noch ziemlich leicht, aber einige spätere Level sind schon ein bisschen knackig und deswegen da ein paar Leben zu sammeln kann nicht schaden. Genau, diese Kisten hier, das werde ich jetzt nicht mehr so mega ausführlich alles erklären, habe ich ja schon im ersten und zweiten Teil immer hauptsächlich gemacht. Diese Kisten gerade eben sollte man nicht durch Wirbeln kaputt machen, sondern durch draufspringen, weil durch Wirbeln kriegt man nämlich gar keine Wumperfrüchte, durch draufspringen aber halt schon. Genau. Und dann zu ein paar Besonderheiten des Let's Plays werde ich dann eben, werde ich dann gleich noch kommen, weil es hier natürlich eben auch wieder dann Challenges geben wird mit den Zeitläufen, weil wir da auch versuchen werden, überall die Platin-Relikte zu erhalten, die für 100% an sich gar nicht so wichtig sind, für den Prozent-Counter zumindest, aber ich will sie natürlich trotzdem alle haben. Das hier sind Kristalle, die gibt es auch in jedem Level und die muss man auch wirklich immer sammeln, um dann am Ende den Boss machen zu dürfen. Die Edelsteine, das ist etwas anderes, die sind optional, ich glaube wirklich komplett optional, für 100% sind die halt wichtig, aber nicht fürs Durchspielen. Die Kristalle muss man aber finden, wenn man das Spiel überhaupt abschließen will. Aber die sind auch nie versteckt, die liegen immer direkt auf dem Weg und wenn man eben alle Kisten zerstört, 42 waren es hier, kriegt man hier noch einen Edelstein, genau. Das heißt, hier im ersten Level haben wir jetzt schon mal eigentlich soweit alles mitgenommen, was so irgendwie geht. Also auch nicht ganz, weil der Zeitlauf fehlt ja noch. Da kann man sich dann eben Relikte holen. Aber das werde ich jetzt gleich noch dann kurz erklären, wenn ich hier wieder in der Overworld bin. So, das ist der Kristall. Der ist wichtig, um den Boss besiegen zu können. Und das ist ein Edelstein, der ist einfach nur optional. Zuerst mal geht Crash ein bisschen ab und dancet sich einen ab. Wunderschön. Genau. Und dann können wir eben sehen, dass da oben, also das ist der erste Boss, auf den wir dann treffen werden, der hat eben aktuell noch die ganzen Edelsteine, Kristalle und Relikte und sowas. Und wenn wir halt die Level abschließen, nehmen wir eben die halt quasi weg, könnte man sagen. Und er hat eben aktuell noch das Relikt. Es gibt da dann, die Relikte sind eben für die Zeitläufe, jetzt ist ja rechts daneben auch schon die Uhr erschienen. Es gibt da eben 3 verschiedene, den Saphir, das ist der hier, dann noch Gold und dann noch Platin. Je nachdem, wie schnell die Zeit ist, kriegt man halt bessere. Und wir wollen natürlich am Ende überall dann die Platin-Relikte haben. Und deswegen werde ich es eben hier, ich mache mal das zweite Level schon mal übrigens, Under Pressure, genau, schon ein besonderes Level, ein Unterwasser-Level nämlich. Auf jeden Fall werde ich es hier wieder genauso machen wie auch in den ersten beiden Teilen, dass ich halt einerseits hier im Let's Play die Level ganz normal spiele und dass ich halt da die Kristalle und Edelsteine holen will und dass aber dann zusätzlich auch noch ein Let's Challenge kommt jeden zweiten Tag, immer um 15.30 Uhr und 16.30 Uhr, wo ich dann immer die Relikte nachholen werde, die Platin-Relikte genauer gesagt, zu jedem einzelnen Level.
Und deswegen wird es dann eben so sein, dass ich in jedem Let's Play Part immer genau zwei Level spiele. Also mit euch gemeinsam komplett zwei Level spiele, sage ich mal. Und zu den beiden Leveln entsprechend wird dann am nächsten Tag um 15.30 Uhr und um 16.30 Uhr jeweils ein Challenge-Video kommen. Also morgen wird dann nicht der zweite Part kommen, der kommt übermorgen, sondern morgen kommen dann eben zwei Challenge-Videos. Einmal zu dem Level gerade eben, zu Toad Village oder wie das hieß. Und dann eben noch zum zweiten Level hier, zum Unterwasser-Level Under Pressure. Genau. Und da werde ich dann eben versuchen, die Platin-Relikte nachzuholen. Aber es gibt hier im zweiten Teil auch wieder ein ähnliches Problem, wie auch im... Es gibt hier im dritten Teil wieder ein ähnliches Problem wie im zweiten Teil, wollte ich sagen. Und zwar ist es so, dass man hier im dritten Teil über... Das war knapp. Über den Verlauf des Spiels weitere Fähigkeiten hinzubekommt. Und vor allem ganz am Ende, wenn man das Spiel durchgespielt hat, also wenn man den Boss besiegt hat, den Final Boss am Ende, dann erhält man die Fähigkeit zu rennen. Das war auch schon im zweiten Teil so. Und ihr könnt euch schon denken, wenn man Zeitläufe machen will, ist es wahrscheinlich nicht so schlecht, wenn man rennen kann. Und genauso ist es auch hier wieder. Es ist in den allermeisten Fällen nicht möglich, also es gibt sogar ein paar Level, wo es schon geht, aber in vielen Leveln ist es nicht möglich, das Platin-Relikt, also das Beste, den besten Zeitlauf zu kriegen, wenn man nicht rennen kann. Und deswegen müsste man halt zuerst das gesamte Spiel durchspielen und den Final Boss besiegen. Und erst dann hat man eine realistische Chance, überall Platin-Relikte sich zu holen. Und genau das werde ich dann auch machen. Werde ich gleich noch erklären. Erstmal haben wir jetzt hier so ein Ding, mit dem wir Raketen schießen können. Oder Torpedos. Nice. Und dann genauso wie beim zweiten Teil werde ich es auch hier beim dritten Teil so machen, dass ich selbst zuerst das komplette Let's Play aufnehme, bevor ich auch nur ein einziges Challenge-Video aufnehme. Weil ich halt zuerst das Spiel durchspielen muss, um die Rennfähigkeit zu erhalten. Und erst wenn ich die habe, erst dann werde ich halt überhaupt eine Chance haben, die Platin-Relikte mir holen zu können. Und es ist hier im dritten Teil sogar so, dass es mehr Fähigkeiten gibt, die man freispielen kann. Denn immer wenn man einen Boss besiegt, also auch nach der ersten Welt, fünf Welten gibt es insgesamt, auch nach der zweiten, dritten, vierten und fünften, immer dann wird man eine neue Fähigkeit erhalten. Und, das war jetzt auch knapp übrigens, immer dann wird man eine neue Fähigkeit erhalten. Sprich, es gibt hier fünf Fähigkeiten, die man noch lernen kann. Als allerletztes kriegt man eben Rennen, aber es gibt noch vier andere auch. Deswegen wird es dann so sein, dass ich dann morgen in den ersten beiden Challenge-Videos, dass ich dann da schon Fähigkeiten habe, die ich im Let's Play noch nicht habe. Weil ich eben zuerst das ganze Let's Play aufnehme und dann erst die Challenge-Videos. Ich hoffe, das habt ihr verstanden. Aber wie gesagt, habe ich schon beim zweiten Teil ganz genauso gemacht. Und habe ich jetzt da echt Schaden genommen? Habe ich das Elektro-Ding berührt? Egal. Habe ich schon beim zweiten Teil genauso gemacht. Und wird eben hier auch wieder der Fall sein, weil es halt nicht anders funktioniert. Weil ich will halt die Platin-Relikte, die Platin-Relikte immer sofort haben. Und dafür muss man aber halt zuerst die Rennenfähigkeit haben, anders geht's nicht. Genau. Wenn ihr da aber irgendwelche Fragen habt, dürft ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Zum Ablauf werde ich es nochmal erklären, wenn ich jetzt irgendwas nicht klar genug gesagt haben sollte. Aber ich hoffe, dass es jeder halbwegs verstanden hat, wie das dann funktioniert. Und was ich ja vorhin auch schon angedeutet habe, die Level-Reihenfolge, die ich spielen werde, wird auch ein bisschen chaotisch werden. Also eigentlich ähnlich chaotisch wie auch im zweiten Teil oder so. Da haben wir auch einige Level ausgelassen und später nachgeholt und sowas. Und das wird hier, hier ist der Kristall übrigens, wird hier in mancher Hinsicht nicht ganz so kompliziert werden. In anderer Hinsicht aber sogar komplizierter von der Reihenfolge her. Aber dazu dann in späteren Parts noch mehr. Habe ich eigentlich schon alle Kisten jetzt? Das kann man, glaube ich, hier nachgucken. Irgendwie kann man es sich mal anzeigen lassen. Genau hier. Ah, genau. Ja, wir haben schon alle Kisten. Perfekt. Das heißt, gleich am Ende sollten wir noch einen weiteren Edelstein bekommen können. Ganz genau. Yay. Gut. Und damit haben wir die ersten beiden Level schon mal ziemlich erfolgreich abgeschlossen, würde ich sagen. Da gab es auch jetzt noch keine so Besonderheiten. Aber es gibt schon einige Level hier in dem Spiel, wo es dann Besonderheiten gibt, wo es noch besondere Secrets gibt. Es gibt auch wieder farbige Edelsteine natürlich hier, wie auch in den anderen Crash-Teilen, mit denen man dann in einigen Leveln besondere Wege freispielen kann und die man auch braucht, um alle Kisten zerstören zu können und sowas. Also wie gesagt, wird noch später ein bisschen komplizierter, aber jetzt am Anfang war es noch relativ easy und ich hoffe, dass jedem von euch alles klar ist. Gut, aber dann würde ich erstmal sagen, Leute, was ist hier für diesen Part von Let's Play Crash Bandicoot Insane Trilogy hier bei Crash Bandicoot 3 Warped. Beim nächsten Mal würde es dann im Let's Play, also übermorgen, weitergehen mit dem dritten und vierten Level. Oder eigentlich eher mit dem dritten und fünften Level, denn das vierte müssen wir dann schon auslassen. Weil wir das aktuell noch nicht gänzlich abschließen können. Und morgen werden dann eben zwei Challenge-Videos kommen, einmal um 15.30 Uhr und einmal um 16.30 Uhr, wo ich dann versuche, in Level 1 und in Level 2 die Platin-Relikte zu erhalten, mit dann auch schon einigen neuen Fähigkeiten. Sowohl dem Rennen, einerseits aber auch noch vielen, vielen anderen Fähigkeiten, die Crash dann schon haben wird, auch einige sehr nützliche. Und das ist dann eben der Plan. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.